Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Code Veronica X. Ja, ich spiele nur noch und wir haben uns jetzt entschlossen, einfach mal rauszugehen, weil draußen haben wir auch noch... Help me. Ich wollte gerade sagen, draußen haben wir auch noch nicht alles gemacht. Steve? Aus Long Island? ich schau trotzdem mal. Steve muss noch in der... Okay, bin ich gefickt, dass es draußen ist. Oben oder unten? Ich sag unten. Unten, ja. Ich würde jetzt auch mal hier irgendwo zücken. Das ist so eine aufregende Musik. Ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, weil eigentlich sind Zeitlimits und Resident Evil nur so von wegen, oh. Wenn man halt. Ich hör schon. Ja, der Langfinger holt sich den Luga mit. Ja. Aha, aha! So. So funktioniert das. Also, Steve ist in Gefahr. Auf der Kontrolltafel ist ein Text. Mein Zorn wird sich legen, wenn die Paare hier sind. Schalter betätigen? Ja. Hier sind mehrere Schalter. Welchen Schalter? Pass mal auf. Das ist ein Kriegsschiff. Ja. Ach so. Keine Ahnung. Ist ein U-Boot und ein Kriegsschiff? Ja. Okay. Keine Reaktion? Okay, dann nicht. Ja, ist mir schon klar, dass er in Gefahr ist, aber was willst du machen? Vielleicht. Ach, die Pistolen. Okay. Ja, ich glaube auch. Jetzt rücken wir A nochmal, machen wir das aus. Das heißt. Dann C, genau, C noch. Aber das sind zwei unterschiedliche Sonnen. Ja, probier es mal. That was too close. But I found something, thanks to you. Looks cool, huh? Oh, I need those. Give them to me. You gotta be kidding. I found it and I'm keeping it. Fine. Let's make a deal. I'll trade you for something fully automatic. See you around, Claire. Adios. Hey, wait, Steve! Aber die Stimme von Steve ist auch so geil. Die klingt immer so, wie wenn sie bei Robot Chicken irgendwie so ein Kiddie machen wollen. Ja, genau. So ein nerviges Kiddie. Genau so klingt er nämlich. Und dieses Halsband, also sie hat übrigens auch ein Halsband, das scheint wohl in zu sein zu der Zeit. Ja. Das wirkt irgendwie sehr komisch. Ende der 90er war sowas, dann hat man das getragen. Okay. Sonst war ja nichts mehr. Ja gut. Was ist das eigentlich für eine Insel mit außer Rand und Band geratenen Teenagern? Ich frag's mich auch. Ja gut, das heißt, dass wir beim Haus hier fertig sind. Ich gehe mal davon aus, dass wir wahrscheinlich irgendwann mal was finden, wo wir es gegen Steve bei Steve eintauschen. Ja, ich schätze mal unsere Pistolen, oder was hat er gesagt? I'll trade you for something automatic oder ja. Fully automatic. Stimmt, ja, stimmt eigentlich. Also wenn wir ihn jetzt nochmal sehen, dann können wir ihm unsere Waffen geben. Interfere with my operation. What are you talking about? You let yourself be captured so you could lead your people to this base. I have no idea what you're babbling about. You don't fool me. I am Alfred Ashford, commander of this base. Oh? You must be one of Umbrella's lower level officers if you're in command of a backwater base like this one. How dare you! The Ashford family is among the world's first and finest. My grandfather is one of the original founders of Umbrella Inc. Now tell me, why have you attacked this installation? Attacked? Shortly after you arrived, my base was attacked. You must have informed your people of its location. I still don't follow you. I really don't know anything about that. Unacceptable! How can you deny it? My base has been destroyed. And thanks to you, the experimental T-virus was released, creating countless zombies and monsters. Tell me, who do you work for? Who sent you? Have it your way, then. You're just a rat in a cage anyway.
I'll be sure to keep you entertained before I dispose of you. Was ist das denn für eine Pappnase? Ja, so wirklich. Ist er noch da? Ich bin mir sicher, der und Steve würden sich super verstehen. Aber den fand ich jetzt schon wieder geil. Ja, das war schon, ja. Hätte vielleicht einen Weg frei gemacht. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, das ist so. Sie ist immer noch abgeschossen, okay. Das ist so der erste, oder der erste Resident Evil Teil, wo die sich so wirklich, also wo das auch intendiert ist, dass die Charaktere so bescheuert wurden. Mhm, ja, auf jeden Fall. Ich würde nochmal schnell in der Kiste schauen, ob wir noch irgendwas mitnehmen, und dann würde ich aber echt rausgehen. Ja klar, was anderes können wir auch gerade gar nicht mehr. Ja. Haben wir das eigentlich in Zero irgendwie mal, wurde das irgendwie mal erwähnt, der Großvater von dem Ashford? Ich weiß schon gar nicht. Kann sein. Es gibt ja, glaube ich, eine ganze Riege an alten Herren irgendwie. Mhm. Und in jeder Basis ist irgendwann der T-Virus ausgebrochen. Das ist ja eigentlich schon unvogue. Du brauchst dich ja nirgendwo mehr blicken zu lassen, wenn bei dir nicht der T-Virus ausbricht. Ja. Ich leg jetzt erstmal ab, weil, ganz ehrlich, im Zweifel steht Steve irgendwo rum und man kann immer wieder zu ihm hin. Also, sie müssen wir jetzt ja nicht mitnehmen die ganze Zeit. Nee. Wenn wir sie sofort hätten tauschen können, hätten sie es jetzt machen können. Genau. Ja, aber wie gesagt, ich habe wirklich so den Eindruck, das ist das erste, wo sich bewusst geworden, also, oder wo es wirklich bewusst diesen Trash-Faktor machen. Ich hab immer so ein bisschen Angst, ist es eigentlich schon, dass es bei den alten Teilen, gerade so beim Original ersten Teil, dass es einfach ernst gemeint war. Ja, aber das ist auch irgendwie sympathisch. Ja. Dass sie halt cool sein wollten, oder dass es halt damals tatsächlich irgendwie vielleicht einigermaßen cool war. Diese Naivität, mit der man früher Videospiele gemacht hat. Heutzutage kannst du ja niemanden mehr abfertigen mit so einer Story. Ja. Schau mal, hier waren wir noch gar nicht. Das stimmt. Wir sind von der linken Seite nämlich gekommen und rechts praktisch geht's ja nochmal runter. Noch mehr Super, Fall. Toll. Ey, wenn wir die Amboss finden, dann geht's herber. Ja. Aber so viele Feinde, wie wir gefunden haben, bin ich mir fast sicher, dass die Amboss nichts taugt. Ich glaube auch nicht. Ich meine, das können wir sie einfach nur durchballern. Ja. Aha, I see where this is going. Mhm. Ein achteckiges Loch. Zum Glück mal ein Steuerrad. Sie haben es mal geschafft. Oh, da hinten kann man auch noch schauen. Dass man nicht schon wieder entweder ein Valve mitnehmen muss oder eine Kurbel. Ja, es ist doch ein Valve. Im Prinzip, es heißt bloß anders irgendwie. Ja. Das heißt Original. Ja. Oh, eine Residenzkarte. Ja, schön. Wir waren mal früher hingegangen. Ja, ich habe jetzt gedacht, das wäre so eine Kiste, wo so ein Erste-Hilfe-Spray drin ist. Ich musste gerade sagen, ich dachte, das ist so eine Werkzeugkiste, wo man sich dann Qualen-Armbrustbolzen bauen kann. Stimmt. Das habe ich auch schon wieder ganz vergessen. Ich würde sagen, lass einfach mal das Zwei Folien, ja klar. War das schon das Steuerrad. Steuerrad, genau. Ja. Das Gefühl, wir sind, was unsere Rätsellöse-Skills oder beziehungsweise unsere Analyse-Skills, was die Levels angeht, sind wir irgendwie retardiert. Ich glaube, dass wir mega lang für diesen Teil brauchen werden. Was mich nicht stört, weil es macht mir gerade mächtig Spaß. Ja, ist schon cool. Mhm. Ich finde aber auch, irgendwie, also, das waren ja nicht mal Rätsel, das war, waren halt einfach unaufmerksam. Ja. Wir müssen wieder präziser sein, wie eine Maschine. Wir machen uns ja lächerlich vor Steve. Und der macht sich selbst lächerlich. Dann, die Pfeile kommen natürlich auch wieder weg. Nein, so rum wollte ich es nicht haben. So. Das war in dem anderen Resident Evil 3, 2 und 3 war es nämlich genau andersrum. Dass wenn du die Items kombiniert hast, dann lagen sie dann nämlich in der Kiste. Mhm. Das hat mich dann auch geärgert. Aber so rum finde ich es auch nicht besser. Ja, es ist einfach ein umständliches Kistensystem. Ja. Ist das letzte Mal. Das ist ja schon mal in was rum. Ach so, mit der Kiste, ja. Ja. Ich weiß nicht, wie ist es in Revelations? Gibt's keine Kiste? Nö, das ist ja auch eigentlich bei Revelations haben sie ja im Prinzip, wenn da immer gesagt wird, klassische Atmosphäre, dann ist es auch wirklich nur darauf beschränkt, dass halt so ein bisschen mehr in Richtung Horror gehen. Hm. Eigentlich spielt sich Revelations, ich hab's nicht gespielt, aber hast schon mal ein paar Sachen von gesehen, von meinem Eindruck wie Resident Evil 4. Ah, okay. Das ist halt, also das Steuerungssystem, das ist ja auch, also im Prinzip jedes
Survival-Ding heutzutage spielt sich wie Resident Evil 4, also okay. So gesehen. Jetzt muss ich mal ganz so fragen, also wir spielen schon zeitlich chronologisch, also auch wenn Spiel erst, also wenn Spiel das vorne nach einem, drei. Nach einem Dreier, okay. Ja. Und vor Code Veronica? Oder danach? Von Revelations, Entschuldigung, das hätte ich erwähnt. Das Revelations spielt zwischen 4 und 5. Zwischen 4 und 5. Und spielen wir es dann auch zwischen 4 und 5? Oder spielen wir es nach der Chronologie, wann sie erschienen sind? Ich würde sagen, wir spielen zwischen 4 und 5. Ja, okay, cool. Jetzt haben wir es schon mal so. Jetzt haben wir es ja richtig gemacht, weil sonst hätten wir ja auch. Sonst hätten wir de facto auch nicht Zero so früh spielen müssen. Ja, stimmt, klar. Hier liegt eine Seitentasche. Jawoll! Geil. Nein. die lasse ich da verlieren. Die schaut fett aus. Ja. Okay, geil. Schönes Ding. Kriegt die sie irgendwie an sich, weil man... Irgendwie nicht. Nee. Weil die Jill Ventan hatte die ja dabei. Die ja, und beim Zweier hatte sie, als sie sich diesen Halfter oder was das war... Macht man eine U-Boot-Fahrt? Ja, oder? Ja. Aber auch von diesem gottverlassenen Felsen. Ladevorgang, bitte den nächsten Disc einlegen. Ah, das ist ein Download-Titel. Okay. Wenn das jetzt so ein neues Resident Evil wäre, würden wir jetzt von so einem riesigen Oktopus angegriffen werden. Ja. Wir müssten raus in so eine Action-Sequenz und den fertig machen. Ja, genau, in so einer mit Quicktime-Events gespielten Videosequenz. Vor allem mit Quicktime-Events, ganz wichtig. Hätte ich aber fast Bock drauf, ehrlich gesagt. Ja. Wo ich jetzt gerade so drüber nachdenke, klingt das schon ganz geil eigentlich. Wow, oh, cool. Hallo Leute, wer muss denn noch Bioshock spielen, wenn der das hier haben kann? Rapture für den Arsch. Ja. Was ich vorhin schon mal sagen wollte, ich mag diese Atmosphäre, also die auch mit dem Grafiksprung als einherkommt. Das wirkt so, für mich ist der Höhepunkt des Survival-Horrors ist auf der PS2. Und das ist eigentlich so jedes Survival-Horror sieht so ein bisschen so aus wie Resident Evil Code Veronica. Hm. Also die Top-Titel sozusagen. Ja. Ach, irgendwann hole ich mir mal Rule of Rose. Das ist so ein ultra seltenes Spiel. Nie von gehört. Das soll richtig gut sein. Das hat ein Zombie. Ist halt mega, mega, mega selten. Naja, verpiss dich doch. Hallo, den da machen. Ja, okay. Ja, okay, der behindert sich schon selber. Man kann das Ziel nicht wechseln, das stört mich manchmal so ein bisschen. Okay. Warte mal. Ja, vielleicht kann man es schon noch nicht. Ich hab's noch nicht richtig gecheckt. Doch, kann sogar sein, dass es geht. Nee, ich glaube, mit der Kopfabversion mache ich nicht, weil ich schon zu viel Schaden genommen habe. Okay. Einer ist noch da. Jetzt passt er nicht mehr, ob der Kopf jetzt dran bleibt oder nicht. Das ist ja wurscht, der gezählt. Zum Glück. Ja, aber der hätte mich schneller Gottes Willen, also Gott sei Dank, keine Crimson Heads. Ja. Hallo. Ja, das mit den Crimson Heads, das stimmt schon. Da liegt Incrim. Da liegt ganz viel, glaube ich. Das schaut doch so nach einem Lager aus. Oh Gott, hätten wir bloß den Lagerschuss mitgenommen, ja. Ja, okay. Das war schon aufgeschlagen. Mit einer Hand hochgehoben. Ja. Hui. Was ist das denn? Ist das ein Wasserflugzeug? Oder ich kann es gar nicht erkennen. Sein. Ja. Keine Ahnung, ich weiß es dann. Okay. Ich glaube schon. Das ist, glaube ich, willst du mal sehen? Ja? Doch, sieht so aus. Ja. Ah, das ist unser Weg in die Freiheit. Ich glaube, könnte ich mir gut vorstellen. Aber leider haben wir Chris noch nicht gefunden. Und ich hätte gerne die goldene Luga, ehrlich gesagt. Aber der Chris, der ist auch ganz woanders, oder? Ich dachte, der macht sich irgendwie in Europa bequem. Nee, stimmt. Ich wollte ihn suchen in Europa und ist ja dann hierhin manövriert worden. So war es genau. Oh, das ist jetzt bitte kein Rätsel mit Wasser und Kisten. Nee. Ja, doch. Es schaut irgendwie ein bisschen so aus. Ich glaube, das konnten sie sich dann doch nicht verkneifen. Nee, das ist, glaube ich, mit so einem Kran, so wie das da oben ausschaut. Kann ich hier irgendwas mitmachen? Nee. Sehe eh erstmal drüber kommen. Ja, ja. Ich habe schon versucht, drauf zu klicken, aber es geht nicht. Nee, okay. Ich hätte aber einen dicken Strahl gekotzt, wenn das nochmal so wäre, von wegen, du musst Wasser einlassen, damit die Kisten erwischen. Mhm. Kaffee 02. Okay. Das ist dieser Schaltkasten, was kannst du da machen? Gar nichts. Da gibt es einen kleinen Lift nach unten. Stimmt, ja. Oder nach oben. Ha! Ja. Die haben mich ganz schön genatzt, gell?
Wie die hier mit Erwartungen spielen. Ja, Wahnsinn. Okay. Ah, damit können wir den Kran wahrscheinlich betätigen. Ah, aber ich möchte mich erstmal umschauen. Tür, okay. Gehen wir nicht durch. Nee. Dann machen wir erstmal das hier. Hier ist ein Hebel. Den Hebel bewegen wir. Oh Gott sei Dank müssen wir nicht die Items holen, weil das funktioniert nie. Wer schon mal diese Automaten bedient hat, weiß, dass es nie funktioniert. Also ich hätte jetzt gern diese Kiste. Nein! Lass sie kurz vor Schluss fahren. Jetzt mal 1 Euro zahlen. Ja, super. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich dann kurz anhalten kann und dann nochmal... Ey, wenn ich jetzt wieder von bei 0 anfange... Das ist ja... Ach, komm. Okay, achten wir auf den Schatten. Ich glaube, deswegen haben sie es deswegen gemacht, weil die jetzt so dynamischen Schattenwurf einfügen konnten. Um nur zu zeigen, wie cool sie sind. Ja. Nein! Knapp nicht, ja. Doch. Einfach mal so ein bisschen verschwunden. Oh Gott sei Dank, man muss nicht mehr machen. Ey. Schönste ist aber, dass wir nicht mehr diese komische Lift-Animation hatten, die ja. mich immer so ein bisschen verwirrt hat, ehrlich gesagt. Was haben wir denn hier? Was war das denn für mich? Das ist dieses erstaunte Raunen von Oh. Was ist ein Lager mit der Mann? Oh! Alter! Ah, es ging leider nicht anders! Ich hab mein bestes Versuch, auch wenn es nicht so wirkt. Super toll! Ja, du kannst das Pfeil auf die werfen. Noch was, aber ich versuch's gerade. Oh, ganz super. Oh. Super. Ja, da werde ich wahrscheinlich. Ja, okay, baller dich durch. Nee, ich versuch den zurückzustoßen. Nein, scheiße, das hat leider nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Alter, nein! Also, okay, das kann tödlich. Ah. Achtung, okay. Das geht ja noch. Die machen ja nix. Oh, aber die sind schnell. Oh. Oh. Da liegt noch Munition, gell? Ich weiß nicht. Doch. Ja, aber ist die Frage, es sind 15 Schuss wahrscheinlich, ob sich das lohnt. Merkst du. Ja, okay. Muss sich jemand anders drum kümmern. Soll sich der Steve mit seinen 2 Lugern Ja, genau, wirklich. Achtung, okay. Hm. Ja, heben wir uns noch auf. Wir hätten mehr verballert als wir. Ich glaube auch. Ich hätte die auf dem Weg, ich hatte zu spät gesehen, sonst hätte ich sie auf dem Weg irgendwie mitnehmen können. Ja, ich hab's auch nicht gesehen. Ein Kontrollkasten für die Hebebrücke. Steuerhebel fehlt. Das ist blöd. Kann da runternehmen, ja? Ja gut, dann wieder zurück. Kann man gerade nichts machen. Vielleicht sind die Zombies da weg. Ja, sind wir runtergefahren. Das hört sich leider nicht so an. Da kommen wir wieder, wenn wir eine Pumpgun haben. Kommen wir ja wahrscheinlich nie wieder hierher. Ich will nur mal kurz schauen. Ja, wo sind die jetzt? Okay. Ja, oder vielleicht sind es auch 30 Schuss drin, dann wird es sich schon lohnen. Nee, das ist ja immer... Das ist genormt. Ey, da gehe ich jetzt nicht hin, sorry. Okay. Ich würde gern, aber... Hätten wir direkt sehen müssen, dann wäre es halt gekommen. Gut, aber den Bereich müssen wir uns auf jeden Fall merken. Ich meine, muss ja auf jeden Fall nochmal hinlegen. Was machen wir jetzt überhaupt? Ich bin jetzt gerade so ein bisschen... Denn im Raum davor, nach dem U-Boot-Schauen, da gibt es noch einen zweiten Abschnitt. Kannst du in den oberen... In dem Bereich, wo wir gerade sind, kannst du in den oberen Abschnitt. Wir haben jetzt nur den genommen, ja. Kannst du mal kurz gucken, was wir eigentlich gerade eingesammelt haben? Diese Biohazard-Karte, was auch immer das sein soll. Prüf mal. Eine silberne Schlüsselkarte. Kann in der Trainingsanlage benutzt werden. Steht irgendwas drauf? Nee. Kann sein, dass es das, was wir vielleicht da brauchen, wo wir ganz am Anfang waren, wo wir wo wir in der vorfolgenden Episode waren, in diesem Haus, wo wir überhaupt nicht wussten, was Sache war. Weil ich glaube, da meine ich mich zu erinnern, dass wir einen Raum hatten, wo wir eine Karte gebraucht hätten. Oh, echt, okay. War das eine Trainingsanlage? Ich dachte, das gehört alles zum Gefängnis. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist es eine Trainingsanlage. Da steht er. Okay. Arsch. Aber du hast Pistolen und Munition, wie du so gesehen hast. Ja, okay, erinnere mich. Ja, da kommen wir nochmal dran vorbei. Ja. Dann sehen wir die. Ich muss nachher mal die Helligkeit ein bisschen hochstellen. Das ist irgendwie. Ich sehe fast nie was. Nein, das ist ganz blöd jetzt. Ah, Gerät leitet den Strom zum Bordel. Ja.
Da gehe ich erstmal rein. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall dieses Marine-Dingens. Ja, ob wir mehr als eins brauchen? Ich vermute, schätze ja. Mal, ja. Okay, da gehen wir erst wieder hin, wenn wir drei Symbole haben. Mhm. Typisches Resident Evil-Ding. Ja, klar. Okay. Was soll ich an dem vorbeikommen? Wo liegt Pistolenmunition? Hier links. Okay. Nein, nein! Oh, das kann sogar tödlich sein. Jetzt schau noch, check mal Health. Langsam wird es dann eng. Oh ja. Ja, jetzt können wir es nehmen. Jetzt lohnt es so. Knapp war es. Ich dachte, ich könnte einmal gut ausweichen. Einmal was Gutes machen in dem Spiel. Ja, aber wir sind echt nicht so üppig ausgerüstet mit Health und Speichermöglichkeiten. Naja, speichern geht, glaube ich, immer. Ich glaube, das Speichern überschätzt man, wenn man sieht, man nicht ganz blöd durch die Gegend toggelt. Dann gehen wir wieder zurück, oder? Ja. In so einem U-Boot. So. Was soll man dann denken? Dran denken bei Mass Effect für die Xbox war das so, wenn du konntest immer so Nebenmissionen auf so Planeten machen und wenn du da gelandet bist auf denen, musstest du die Disk wechseln. Ich habe das nie verstanden, wie die, und dann, wenn du vom Planeten runter bist, musstest du dann wieder die Disk wechseln. Ich fand das immer so technisch beeindruckend, dass halt der Speicherstand fortgeführt wird und dann auf der nächsten Disk, aber ja. Und dann kannst du wieder zurück und dann ist der Speicherstand aber weiter, ja, weil du ja weitergekommen bist. Lässig sie das drehen. Ja. Hätte ich aber auch so gemacht. An ihrer Stelle. Ist ja cool. Ja. Okay. Dann jetzt? Zu diesem Trainingsgelände, wo wir vermuten, oder ich vermute, dass es das Trainingsgelände ist. Ja. Ach so, ja, das war schon deutlich nach dem Gefängnis, nicht? Also ja, quasi jetzt über diese große Brücke. Ehrlich gesagt, erstmal speichern. Mhm. Sesam, öffne dich. Es steht Elf, weißt du, der öffnet einfach da und was mit dem Headshot, ja. Der hört sich auch schon an wie so ein Unreal Tournament Kitty. Mhm. Nicht Unreal Tournament, Entschuldigung, jetzt hab ich den guten Shooter unrecht getan, so ein COD Kitty. Ich glaube, die sind auch alle so drauf, die quälen auch, wenn sie gerade nicht COD spielen, quälen sie gerne Insekten. Ja. Wahrscheinlich. Das beste Training. Oh, jetzt siehst du, Alter, wir können ja super spielen. Ja, okay, gut. Kein Problem. So. Können wir sehr gut vorstellen, dass wir im Trainingsgelände endlich mal die Armbrust bekommen. Soll ich die Munition mitnehmen für die Armbrust? Meinst du das damit? Ja. Mach mal. In Anbetracht dessen, dass es die erste Kiste ist, die wir gefunden haben, werde ich es tatsächlich machen. Wir haben jetzt genug Plätze, um was mitzunehmen. Ja, eben. Wie viel haben wir dazu bekommen? Zwei, oder? Ja. Wollen wir schon drüber nach. Das Ingram bringt nichts, weil wir nie Schreibmaschinen gefunden haben. Die finden wir immer da, wo die Kisten sind. Ja, das können wir tatsächlich da lassen. So. Oh, ein grünes Kraut nehmen wir mit. Zwei haben wir noch. Vielleicht finden wir, wenn wir Glück haben, rotes. Da würde ich mich nicht beschweren. Also wenn du jetzt schon zwei rote findest, dann ist die Heftgeschichte schon wieder eine ganz andere. Ja, klar. Ja, jetzt muss halt ein bisschen aufpassen, mal. Ja. Ein bisschen schauen. Also das Grüne wird auch nur im Notfall genommen, weil was immer mega ärgerlich ist, wenn du dann deine Grünen aufgebraucht hast und dann die Roten findest. Das regt mich jedes... Weil es ist auch immer so gemacht, dass das passiert. Ja. Die blöden Schweine. So. Wichtigste Frage. Haben wir die Hunde gekillt vor der Trainingsanlage oder nicht? Das weiß ich absolut nicht mehr. Keine Ahnung. Wir haben schon. Nee, das war jetzt rechts, oder? Das war hier, genau. Schon sind wir mal erstmal auf der Karte, damit ich mich schon mal mental darauf vorbereiten kann. Links ist es dann. Aber... Ach toll. Super. Das ist doch. Ach, Leute. Eine zusammenhängende Karte hätte ich gern gehabt. Mhm. Ah, was ist das denn? Oh boy. Ah! Wow. Das
Wurmi weg, weg Wurmi, die zweite. Leck mich am Arsch. Oh nein! Kommt der direkt vor mir raus? Ach, das ist doch lächerlich. Schau mal kurz auf die Karte, wo du überhaupt hin willst. Da rein, da rein. Oh, so. Okay. Also da müssen wir tatsächlich rein. Und okay. Was soll das? Ich schaue hier aus wie Jill Valentine. I will find you and I will kill you. Mhm. So. Ja, ach stimmt, ich erinnere mich. Ich fand es damals schon ziemlich blöd. Kannst du dich ja da jetzt noch dran erinnern? Weißt du, wo du hingehst? Also. Ja, ich vermute, entweder da oder unten war es. Irgendwo war irgendwas mit Karten. Ich glaube hier, ja. Ach, okay. Ja, das macht absolut Sinn. Da hinten ist doch was beleuchtet. Was liegt denn da? Also, wir sind doch schön blöd, oder? Oh Mann. Aber das ist wirklich. Manchmal ist es. Manche Sachen glitzern und manche wirklich wenig. Ja. Das ist. Scheiß drauf. Ja, das ist auch. Ja. Gut ohne klargekommen. Eben. Ja, erzähl nix. Jetzt muss er nur richtig davor stehen. Bio-Experiment machen. Ich muss nochmal an der Tür selber. Okay. Vielleicht am Computer? Wahnsinn. Das verstehe ich nur, weil mir die scheiß Armbrust nicht aufgenommen wird. Ich verstehe kein Wort! Was wollen Sie? Ich bin mir eigentlich auch fast sicher, dass wir die Tür lieber zulassen sollten. Ja. Scheint niemand hier zu sein. Ja. Das sah mir nicht danach aus, als scheint niemand hier zu sein. Hinter der Wand hängt ein rotes Bild. Ich kann die Nummer von hier aus nicht erkennen, okay? Ja, ich versuch's nochmal. Du hast es jetzt getriggert und kannst jetzt das eingeben. Ja, hab's mir auch gedacht. Wahrscheinlich müsste die logischerweise die Raumnummer erstmal, Raumluft erstmal normal sein. Naja. Aber der Scheiß ist 100% halt getriggert worden, weil wir jetzt den Crossbow aufgenommen haben. Ja. Also voll dämlich, dass wir den vorher übersehen haben. Naja. Ja, aber das ist manchmal ein bisschen dunkel ist das Spiel. Ja. Und man kann tatsächlich das Spiel nicht. Contamination detected. Level 3. Emergency shutters will close. All personnel evacuate immediately. Machen wir mal flott. Mein Hut! That was close. Die machen ja hier in der Hollywood-Blockbuster. Mhm. Ja, und mit diesem wunderschönen, nervigen Geräusch lasse ich euch mal zurück und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Resident Evil Code Veronica. Also, bis dann. Ciao. Ciao.